Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim mit mir. Ich bin an der FR-Tour und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir befinden uns immer noch auf, in Anführungsstrichen, Vampirjagd. Ja, es ist jetzt eine Vampirin in unserer Gruppe. Ihr seht es schon hier an den orange leuchtenden Augen. Serana haben wir und wir befinden uns immer noch in der Dämmerhöhle. Und Dämmerhöhlenkaverne, das ist die Ebene, in der wir uns befinden. Und da müssen wir uns ein bisschen rauskämpfen jetzt. Wir haben hier ein bisschen den Kampf gehabt. Und es ist verdammt dunkel hier. Und da schauen wir mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Hier unten vielleicht. Verbrannte Leichen. Was könnte hier wohl passiert sein? Also es ist wieder Nord. Also von der Architektur her, wir haben ja dieses Buch gefunden und gelesen, in dem ein bisschen stand, dass die Höhle nicht komplett von den Nord gebaut worden ist, sondern wohl auch die Vampire, aber das ist eindeutig wieder Nord hier. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier rauskommen. Wir haben auch festgestellt, dass wir ziemlich, ziemlich schlagkräftig sind. Hoppala. Hier. Kann man zugucken. Das scheint wohl ein Opferaltar oder so. Ein Opferraum zu sein. Ein ritueller oder sowas. Oder bestrafungsmäßig. Naja, wir wissen es nicht. Wir schauen weiter. So. Und das sieht nach einem Ausgang aus. Sehr gut. Raus hier. Wie ihr seht, haben wir auch eine ganz neue Rüstung. Die Drachenschummrüstung in der leichten Ausfertigung haben wir bekommen. Es ist so schön, wieder zu atmen. Selbst bei diesem Wetter ist es besser als die Höhle. Tja, ich habe da schon mal gesagt, na, endlich mal wieder die Sonne auf der Haut zu spüren. Und plötzlich hat sie das Ding hier auf. Macht sie das tagsüber? Macht sie das wohin? Mhm. PM. Okay. Wir haben Nacht. Was? Ach so, Nachmittag. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Tja. Das ist krass. Mal gucken, wie hier der Eingang ist. Okay. Kann man da auch wieder rein? Könnte man ja. Aber es ist nicht verzeichnet. Ist nicht verzeichnet auf der Karte. Naja. So, Leute. Was machen wir jetzt ein bisschen? Wir wären jetzt zu dritt. Was jetzt ziemlich, ziemlich geil ist. Wie gesagt, äußerst stark. Die Gruppe. So. Da könnten wir ja. Da könnten wir ja. Nee, das machen wir mal nicht. Ah, naja. Leute, wir bringen sie mal nach Hause. Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt da zu dritt unterwegs sind. Wir bringen... Oder? Ich hätte schon Laune, zu dritt unterwegs zu sein. Aber wir müssen da ja... Nee, komm, wir bringen sie mal heim. So, da oben ist der Punkt. Jetzt geht's ab in die Vampirburg. Oh oh. Das sieht ja nach Kletter-Action aus hier. Aber ich glaube, da müssen wir gar nicht hin. Nee. Haben wir das uns schon angeguckt? Ja, das ist schon abgeschlossen. Das da drüben sieht interessant aus. Hm, ich glaube, wir müssen da runter. Liebe Leute, das macht er mir mal besser nicht nach. Eisform. Da friert seine Gegner komplett ein. Wo ist es denn? Wo ist er denn? Wölbenschwund, wolkenloser Himmel. Schlechtes Wetter, Ruf der Tapferkeit. Drachenfall. Ja, wo ist er denn? Ätherische Gestalt, da unten was.
Aua! So, jetzt werden wir mal hier unten. Da drüben in den Schatten. Da sehe ich auf jeden Fall Burg. Zinnen und Türme. Uah. Kommt der aus dem Dunkeln? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Leute. Wartet mal. Das ist doch leichteres so. Wahrscheinlich, weil wir die Schuhe tragen. Die Schuhe sind ja keine leichteres so. Die sind ja schwer. Darüber finden. Oh, da ist ein Hirnwurz. Da ist er. Da drüben ist noch einer. Jetzt wird's kalt. Oder war das eine Krabbe, die sich so gespiegelt hat? Mein Gott, ist das dunkel. Tatsächlich. Wir könnten da jetzt ja auch rüber schwimmen. Aber da ist ein Steg. Ohne Boot, oder wie? Nee, da ist Boot. So, ja, dann haben wir das doch. Das ist doch super. Jetzt müsste bloß noch da oder hinten kommt. Iloa, auf geht's. Ah, zur Burg. Zur Vampirfestung. Na, prima. Immer für einen Urlaub gut. Turm hochmarschieren. Ah, es gibt aber nichts. Na prima, na, wenn man die angreifen muss, dann hat man es mit denen wahrscheinlich zu tun. Spannst du gerade den Bogen, Iloa? So, ich speichere hier mal. Da steht jemand. Schönen guten Tag. Hier. Verschwindet. Wir dulden keine Eindringlinge. Los doch. Raus hier. Deine Augen sehen relativ normal aus. Wo sind die? Die anderen. Wo ist die denn jetzt? Komm, mach jetzt auf! Hat die sich irgendwo festgekeilt? Kann doch nicht sein. Was gibt's denn? was ist denn nun wieder? Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich so weit gebracht habt. Aber wenn wir erst einmal da drin sind, werde ich für eine Weile auf eigene Faust weiterziehen. Ich denke schon. Ich weiß, dass eure Freunde vermutlich jeden hier drin gerne umbringen würden. Ich hoffe, dass ihr euch etwas mehr zügeln könnt. Wenn wir einmal drin sind, seid für eine Weile ruhig und lasst mich die Führung übernehmen.
Vorsichtig. Ja, Obacht, ne? Obacht. Sie will auf eigene Faust weitermachen. Na dann. Erstmal müssen wir da rein. Ah, jetzt ist auf einmal das Tor offen. So, wer bist du denn? Guten Tag. Fürst Harkon ist ein großartiger. Aufpassen! Kann das sein, dass du kein Vampir bist? Ich bewache das Tor. Und dass irgendwie mehr ein bisschen es nicht zu sagen. Unsere Kamera verrutscht ist, kann das sein? Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Was? Sag mal, warum? warum sind wir, wenn wir ranzoomen, bloß noch hüfthoch? Ah ja, jetzt. Sehr gut. Ist auch total blöd. So, gehen wir mal rein. Schönen guten Tag. Wie könnt ihr es wagen, hier einzudringen? Moment. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Fingalmo. Oh la la. Mein Fürst, alle zuhören. Mahlzeit. Serana ist zurückgekehrt. Ich denke, ich werde erwartet. Das kann ich nicht glauben. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurückgekehrt. Mit meiner Schriftrolle der Alten, wie ich annehme. Nach all den Jahren ist das die erste. Das ist ganz schön schnell. Ja, ich habe die Schriftrolle. Ja, lecker. Ich habe die Schriftrolle. Freut euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spießen. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Sagt mir, wie heißt ihr? Ah, okay. Wollen wir respektlos sein, oder? Ja, ich bin Neflatur. Wer seid ihr? Ich bin Harkon. Hallo Harkon. Dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Blutsauger. Ihr seid Vampire. Ihr seid nichts als ein zurückgezogen lebender Kannibalenkult. Noch eine! Ha! Mir ist es wirklich egal, was ihr seid. Okay. Nö, ihr seid Vampire. Nicht irgendwelche Vampire. Sondern... Wir gehören zu den ältesten und mächtigsten Vampiren von ganz Himmelsrand. Deswegen liegt ihr auch so zurückgezogen. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. Und was geschieht jetzt? Ihr habt mir einen großartigen Dienst erwiesen. Na bitte. Und nun müsst ihr eine Belohnung erhalten. Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Ich biete euch mein Blut an. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Und wenn ich euer Geschenk ablehne? Dann werdet ihr Beute sein, wie alle sterben. Ich werde euer Leben dieses eine Mal verschonen, aber ihr werdet aus dieser Halle verbannt werden. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Ah, Igitt! Die ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. Jetzt tatsächlich, jetzt. Jetzt sollen wir uns entscheiden. Wir haben nicht mal so ein bisschen Zeit drüber nachzudenken, vielleicht, so, keine Ahnung. Oh, Leute, das ist jetzt aber,
Das ist jetzt aber blöd. Ich hätte euch da gern gefragt. So, ob wir das annehmen sollen oder nicht. Wisst ihr was? Wo habe ich denn? Habe ich hier irgendwo eine... Sekunde. So, also. Harte Münze. Bei Kopf machen wir ein Vampir. Bei Zahlen nicht. So also. Sei es. Ja, Moment, warte mal. Ihr seid Beute, wie alle Sterblichen. Jetzt war der Almarakon. Geht's noch? Hat es noch? Wirft uns raus, bis. Ey, Marco, wir müssen eine Münze. Das sollte man doch nicht so übers Knie brechen. Das ist eine Entscheidung, wo man. Ich werfe jetzt mal die Münze und dann laden wir das neu. So, pass auf. Jetzt kommt's. Also Kopf, wie gesagt, Vampir, Zahl eben nicht. So. Kopf. Wir werden zum Vampir. So, sind wir da drin? Ja, alles klar. Gut, also auf geht's. Wir werden Vampir. Die Münze hat gesprochen. Ich hoffe, damit sind alle einverstanden. Schnauze! Moment! Serana? Seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, uns das anzuschauen. Lege! Mensch! Mein Fürst! Alle zuhören! Das schaut ja köstlich aus, was ihr da macht. Was ist in den Fässern drin? Lasst mich raten. Das kann ich nicht glauben. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurückgekehrt. Mit. Aber ich speichere mal hier. Ja. Einer Schriftrolle der Alten, die ich annehme. Nach all den Jahren ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Natürlich bin ich erfreut, euch zu sehen, meine Tochter. Sie hat die Schriftrolle. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ach. Wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spießen. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Sagt mir, wie heißt ihr? Ja. Nefnatur. Ich bin Harkon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Ihr seid Vampire. Wir lebten jetzt mal ein bisschen, ne? Frei von allen weltlichen Sorgen. Und was passiert ihr jetzt? Habt mir eine ich biete euch mein Blut an. Dann werdet ihr beugen. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. Yes, wir haben gesagt, ich habe eine Münze geworfen. Die Münze hat gesagt, ja, wir nehmen das an. Schweigt still. Alles klar. Aua. Tja. Hakon! Oh, schöner Brunnen, den du da hast. Endlich erwacht. Guten Morgen. Sehr gut. Spürt ihr, wie die Kräfte in euch wachsen? Jetzt müsst ihr lernen, sie zu beherrschen. Nein, momentan fühle ich mich ein bisschen wie eine Marmorstatue, wenn ich ehrlich bin. Ich bin bereit, etwas über meine neuen Kräfte zu lernen. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Mein Blut ist mächtig. Zuerst wird der Körper davon überwältigt. Nach meinem Biss brecht ihr zusammen und fallt in einen tiefen Schlaf.
Euer Körper hat sich nun an das neue Blut gewöhnt, das durch seine Adern strömt. Ich versichere euch, euch ist nichts geschehen. Eure Stärke beeindruckt mich sehr. Nur wenige Sterbliche können meiner Umarmung standhalten. Ach, tatsächlich. Das sagst du uns jetzt, nachdem wir den Biss erhalten haben, den Kuss sozusagen erhalten haben. Sagst du uns, dass nur wenige das überleben. Wenn man es genau nimmt, haben wir es auch nicht überlebt. Naja. So, also was ist das für ein Ort? Ein Schrein zu Ehren von Molag Bal, dem mächtigen Daedra-Prinzen und Schöpfer unserer Art. Unsere Macht ist sein Geschenk. Er war es, der mir als erstem das Geschenk des Blutes der Alten verlieh. Tatsächlich, so weit geht es zurück. Ihr habt einen Pakt mit Molag Bal geschlossen. In einer Zeit, die von der Geschichte vergessen wurde, herrschte ich als mächtiger König. Mein Reich war riesig, meine Reichtümer endlos und meine Macht unbegrenzt. Ziemlich weiter Fall, tief. Als das Ende meiner sterblichen Existenz näher kam, begegnete ich einem scheinbar unbezwingbaren Gegner. Meiner eigenen Sterblichkeit. Ich gab mich Molag Bal hin und opferte in seinem Namen 1000 Unschuldige. Im Gegenzug gab er mir, meiner Frau und meiner Tochter ewiges Leben. Und so habe ich selbst den Tod besiegt. Boah, okay. Ich bin bereit, etwas über meine neuen Kräfte zu lernen. Mit meiner Hilfe werdet ihr zu einem tödlichen Werkzeug. Bin ich jetzt schon. Den Sterblichen Furcht und Schrecken einjagt, wohin sein Weg es auch führen mag. Nun hört auf meine Worte und tut, was ich sage. Die wahre Macht des Blutes der Alten findet sich in der Gestalt eines Vampirfürsten. Nehmt die Gestalt des Vampirfürsten an, dann fahren wir fort. Alles klar, Leute, wir sollen uns verwandeln. Wird wahrscheinlich Kräfte sein. Oha! Was haben wir denn da alles? Vampirsklave. Belebt einen schwachen Toten wieder und lasst ihn 60 Sekunden lang für euch kämpfen. Verbessert Nachtsicht für 60 Sekunden. Vampirfürst. Das wird's ja wahrscheinlich sein, wa? Na gut, Leute. Wir verwandeln uns zum ersten Mal in einen Vampir. Jawohl, ja. Und wir schweben. In dieser Gestalt könnt ihr mit der rechten Hand euren Feinden ihr Leben entziehen. Mit eurer linken Hand könnt ihr mit der Kraft der Blutmagie die Toten auferwecken. Alles klar. Ihr könnt außerdem die Mächte der Nacht anrufen, um euch in einen Fledermausschwarm zu verwandeln und in einiger Entfernung wieder zu erscheinen. Wenn eure Magikervorräte verbraucht sind, könnt ihr landen und kämpfen, wie es die wilden Tiere tun. Tut dies, dann machen wir weiter. Ja, was... Was genau? Oh, leck. Okay, die ganz neuen Fertigkeiten bauen, Leute. Vampirfürst, töte Gegner mit saubem Leben entziehen oder einen mächtigen Bissangriff, um Talente zu verdienen. Für jedes neue Talent müsst ihr ein paar mehr verzehrt werden. Jawohl, ja. Macht das dann zusätzlich Zusatzpunkte auf Gesundheit, Magika und Ausdauer als Vampirfürst. Ja, hör halt auf. Aber nur als Vampirfürst. Was haben wir hier? Ah, Leute, Leute. Ja, das schaue ich mir mal genauer an und dann berichte ich, was da so gut dran ist. Aber eigentlich wollte ich jetzt nicht hierher schauen, sondern eigentlich mal ins Inventar. Da kommt. Boah, guckt euch mal das Leben an. Landen. Zu Boden seid ihr schwächer, weil ihr euch nicht der Blutmagie bedienen könnt. Die Kräfte der Nacht stehen euch jedoch noch immer zur Verfügung. Und eure Klauen sind vorzügliche Waffen. Mit okay. Der Zeit werden eure Kräfte zunehmen. Und ihr werdet neue Wege entdecken, eure Begabungen einzusetzen. Okay. Ja, das haben wir ja schon gemacht, ne? Inventartaste. Aber wie war das jetzt mit diesen Fledermäusen? Boah, okay. Wenn ihr die Kräfte eines Vampirfürsten beherrscht, können euch nur wenige Gegner widerstehen. Oha. Also wir sollen jetzt tatsächlich Kräfte zaubern, oder wie? Nee.
Also können wir kämpfen. Tötet ihr Sterbliche, indem ihr ihnen das Leben entzieht, erhaltet ihr neue Kräfte der Macht und Blut. Das sollen wir jetzt mit dem machen wohl, ne? Okay. Das ist alles, was ich euch sage. Wenn ihr eine Lektion wiederholen wollt, braucht ihr es nur zu sagen. Ich habe eine Aufgabe, die eure neuen Kräfte auf die Probe stellen wird. Doch sprecht. Habt ihr noch Fragen? Was muss ich darüber wissen, ein Vampir zu sein? Als Vampir gewinnt ihr neue Kräfte, aber ihr werdet auch anfällig für Sonnenlicht. Mit jedem Tag, der vergeht, ohne dass ihr euch nähert, fügt euch diese Anfälligkeit mehr Schaden zu. Doch gleichzeitig wachsen auch eure Kräfte. Nähert euch von denen, die schlafen. Und eure Anfälligkeit für Sonnenlicht wird so abnehmen wie eure Kräfte. Okay. Könnt ihr mir nochmal erzählen, was es bedeutet, ein Vampirfürst zu sein? Wenn ihr euch in einen Vampirfürsten verwandelt, werdet ihr in der Luft schweben und gebietet über die Kräfte des Blutes und der Nacht. Sinkt auf den Boden hinab. Dann könnt ihr mit euren Klauen angreifen und euch von euren Opfern nähren, um eure Stärke wieder zu gewinnen. Mit steigender Erfahrung steigen auch eure Kräfte an und ihr werdet neue Wege entdecken, sie einzusetzen. Ja, dann ich bin bereit, mich um diese Aufgabe zu kümmern. Gut. Geht und sprecht mit Garan Mareti. Sagt ihm, dass die Zeit gekommen ist. Er wird es verstehen. Okay. Das finde ich jetzt aber auch ein bisschen komisch. Na, eigentlich wollten wir bloß von dir den Blutkuss bekommen und jetzt plötzlich gibt er uns Aufgaben. Können wir hier was machen? Dann saufen wir jetzt leer das Ding. Wie komme ich denn da wieder raus aus der Form? Fledermäuse, Todering, Vampirsicht, zurückverwandelt. Ah ja, Vampirsicht wäre bestimmt auch mal interessant. Oh, das ist auch ziemlich nice, Leute. Muss ich mal gucken, ob wir Fledermäuse, ob wir da auch... Ja, ich glaube schon, dass das geht. Oder? Können wir da nicht auch höhen? Nee, das geht leider nicht. Schade. Ich hätte gedacht, dass wir da vielleicht auch Höhenunterschiede überwinden können damit. Geht's gerade nicht mehr. Kostet wahrscheinlich. Ah ja, okay. Dauert eine Weile. Okay, Leute. Da sind wir wieder. Jetzt gucken wir mal, ob wir auch so schöne Leuchten haben. So schöne Leuchtaugen. Gucken wir mal. Aussehen. Ja, nice. Oh Mann, Leute. Oh Mann, das wird immer härter. Das wird immer härter. Ah, hallo. Ja. Selbst eure Hunde haben solche Augen. Verrückter Scheiß, Leute. Jetzt sind wir doch tatsächlich ein Vampir. Oh, shit. Das ist wohl eindeutig Werwolfspelz. Es gibt noch ein paar Dinge, zu denen ich euch befragen möchte. Kann man nicht auswählen? Was ist da los? Seltsam. Drachenpriester durch. Aha. Seelensteine.
Na, guck an. Sag, schlafen, fremd. Es wird immer schöner. Gute Nacht. Tja, Leute. So, jetzt sind wir Vampire. Also nicht mehrere, sondern einer. Aber das reicht wohl. Ich hoffe, ihr seid mit der Entscheidung einverstanden. Wir haben ja nicht groß andere Wahl gehabt. Also ich konnte euch jetzt nicht fragen oder so. Der hat uns da wirklich mehr oder weniger gesagt, fresst oder stirbt sozusagen. Und ja, naja, aber wir sind am Ende dieser Folge. Ich fand die Folge ziemlich witzig. Ziemlich cool. Coole Wendung. Vorbei mit der Vampirjagd. Mal schauen, was wir als nächstes jagen. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und falls ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, würde ich mich natürlich auch wieder riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann würde ich mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.